nicht nur ein Portal, sondern ein Teleporter. Ja, gut. Links lang oder rechts lang? Entfesselt meine Kraft. Ich habe Witterung aufgenommen. Probieren Sie es erstmal hier unten. Ich handle instinktiv. Auf der Pier. Und es scheint auch richtig gewesen zu sein. Ich wandere allein. Na, wenn die Gruppe noch kommt, dann legen wir uns erst mit der an. Ich handle instinktiv. Mal ein bisschen beeilen. Ja, die vielen Anführungszeichen Erfahrungspunkte, die man hier bekommt, sind eh für den Arsch. Okay, so kriegen wir schon mal kein Gewinn. So viele Türme. Nehmt euch die in der Luft vor. Das Thema ordentlich betäuben. Und den Heiler da unten zuerst. Mit Fangzähnen und Klauen. Der Schief war eh gleich tot. Ich wandere allein. Meine Beute naht. Und so einzeln wieder gar kein Problem. Unser Lieferboot können wir auch auf die andere Seite bringen. Entfesselt meine Kraft. Ich habe Witterung aufgehört. Hör ich mal. Was liegt vor mir? Sie haben echten Ruf. Jagt sie raus. Unsere Wege kreuzen sich. So, und dann töten wir mal die lieben Türmchen. Dürrer Klepper. Entfesselt meine Kraft. Die Arkanentürme machen doch extra Schaden an Helden, oder nicht? Es ist jetzt aber nur normaler Schaden gewesen. Ich bin ja so groß, ich dachte, die Entdeckungseinheiten machen an Helden erhöhten Schaden. Kann mich natürlich auch täuschen, aber. Na gut. Ich wandere allein. Jetzt sehen wir auf jeden Fall, dass unser Oberboss-Held hier Mana-Probleme bekommt. So wie wir das eingedeichselt haben. Fähigkeit war dann vielleicht doch nicht die idealste. Unsere Wege kreuzen sich. So ein Stufenbonus von 3-3 Punkten. Vielleicht die bessere Wahl. Jagt sie raus. Meine Beute naht. Und die Helden sind an Bord. Jetzt, ach, ich hab's mir doch schon fast gedacht. Wir müssen tatsächlich nochmal hier da dran. Wenn wir die Eisengolems eben schon platt machen sollen. Ich habe Witterung aufgenommen. Ja, wir müssen sie tatsächlich platt machen, ich glaub's nicht. Jagt sie auf. Meine Beute naht. Was liegt vor mir? Kill da, Overlords. Die sind, glaube ich, genau, Magie immun. Bah. So, das ist immer ewig. Aber machen gar nicht so viel Schaden. Ich hätte es mir jetzt rabiater vorgestellt. Wie werden wir es nur schaffen, Dorota aufzubauen, wenn jetzt der Admiral kommt und uns auslöschen möchte? Strahl wird eine schwere Bürde zu tragen haben. Ach, nehmt mal jetzt erst dieses dämliche Ding. Steht mir im Weg rum. Ihr seid ein Trickser. Jagt sie rauf. Und jetzt die Elite-Wasserbeschwörer. Ich höre euch mal. Bin zur Spurensuche bereit. Die sich einfach mal entzaubert haben. Saftsäcke. Meine Beute nach. Rolle der Heilung. Wird nicht benötigt, wir haben unsere Heilung. Was liegt vor mir? Ich und so, rein mit uns. Oder muss ich da gleich nochmal irgendwo hin? Nee, ich habe jetzt zumindest nichts gesehen. Haha, habt ihr mich nicht bekommen. Loser.
Aber daneben müssen wir wahrscheinlich wieder rein. Yep, da sind die großen Tore. Und eine große Armee, nenne ich es jetzt mal. An Heilern und einem Morlun, dem Mächtigen. Der Kanonenturm stört mich irgendwie. Und ja, der kann tatsächlich bis dorthin schießen. Hatte ich mir doch schon gedacht. Aber dort unten kann man keine Menschen absetzen. Was liegt vor mir? Dann brecht nach oben durch und schnappt euch die Heiler. Ach du Scheiße, können die gut dagegen heilen. Ach, der erste Down, jetzt geht's einfacher. Meine Beute naht. Und wir halten uns mal dagegen. Mist nur, dass die Magie bannen können. Und erstmal den Helden. Oh nein, Wiederbelebung. Kacke. Dämlicher Mistkerl. Das ist eine mächtige Einheit hier zusammen im Kombi. Dann gibt es halt jetzt ein bisschen Chaoslauf der Donnerechsen. Die... Ah, doch, da kommen ein paar. Aber mit ein paar sind es wirklich nur ein paar. Die machen keinen Schaden. Dann eben Ulti-Fähigkeiten raus. Und wieder gezielter Angriff. Komm schon, die Fähigkeit kannst du nicht ewig usen. Was ein extremst geiles Elite-Team. Paladin, der sich gleich wieder aufstellt. Verdammte Axt. So, das kann man sich mal merken. Was liegt vor mir? Ich habe wieder aufgenommen. Aber die Kettenheilung, die die Priester da hatten, ist auch keine normale Fähigkeit. Die haben wir noch nie gesehen. Und die heilt am meisten. Warum ist der Turm jetzt kaputt? Ach, meine Stampede hat doch an Gebäuden ordentlich was dran gefetzt hier. Schön. Ich handle instinktiv. Ich habe Witterung aufgenommen. Und Gigantogolems. Die nichts aushalten. Meine Beute naht. Aber am Gesundheitsbrunnen stehen. Lagerungsgolem hinterher. Entfesselt meine Kraft. Entfesselt die Bestie. Jagt sie raus. Ich handle instinktiv. Und ab ins Teleportal. Was liegt vor mir? Entfesselt meine Kraft. Was liegt vor mir? Entfesselt meine Kraft. So, und ab ins Boot. Dann verlassen wir das Ganze mal. Och nee, ist noch ein Scheiter. Mäh. Die haben uns aber ganz schön eingekerkert. So sieht Terramor definitiv nicht in WoW aus. Was eigentlich schade ist. Warum haben sie die Städte da nicht 1:1 übernommen? Da wäre Terramor ja auch eine der exklusiven Festungsanlagen. Ich fände das eigentlich cool. Was liegt jetzt sagen, schade, dass sie es nicht getan haben. Ein Mana-Brunnen. Ach, das ist wieder eine Arbeit, da durchzukommen. Ich hab echt einen Was Hof, liegt vor mir? Wir werden angegriffen. Das ist echt ein Akt, da durchzukommen. Entfesselt meine Kraft. Level 12er, Magier, weghauen. Für den Darkspear-Stamm. Jagt sie raus.
Ich höre euch mal. Meine Beute naht. So, Nagel ist weg. Wasser Elemental. Heiler. Das war kein. Och nee, schon wieder diese Wiederbelebung. Ihr nervt die Jungs und Mädels. Glaubt mir nur. Meine Beute naht. Entfesselt meine Kraft. Ich habe sie davon aufgenommen. Ich höre euch, Mann. Das Ding. Keine Gnade. Ich kapier schon, Mann. Was eine elendige Plagerei, und da kam kein einziges dieser Mistviecher. Zähnen und Klauen. Unsere Wege kreuzen sich. Ich kapier schon, Mann. Das Ding, meine Beute naht. Ich wandere allein. Bitte nicht sterben. Was liegt vor? Ey, Karamba. Entfesselt meine Kraft. Ich bin ja so groß, ey. Echt nicht einfach, dieser Kampf. Aber lustiger Weise bleiben die hier immer noch stehen. Jagt sie auf. Wo wir ihre Kumpels zerschrotten. Entfesselt die Bestie. Ich hab einen echten Gruß, Mann. Ich habe Witterung aufgenommen. Unsere Wege kreuzen. Was liegt vor mir? So, nehmen wir uns erstmal die Oberschützen vor. Der kann das kurz stemmen. Das ist wahrscheinlich eh gleich tot. Entfesselt meine Kraft. Und wir, Gott sei Dank, ein Level up. Entfesselt meine Kraft. Dadurch, dass wir in der Masse kämpfen müssen, kriegen wir wenigstens noch ein paar Level dazu. Die Gegner können selbst schon auf Level 12 sein. Das heißt, für uns kriegen wir vielleicht Level 13, 15 raus. Was ehrlich gesagt nicht, wie weit sich die Attributsboni stapeln lassen, aber hier beispielsweise kriegen wir erst ab Level 12 die zweite Fähigkeit. Und da brauchen wir noch 3, also 3 plus 1 plus 3, 3, 3, sind wir 6, 7 Level. Was liegt vor mir? Das heißt, Level 16 wäre dann das Maximum. Ich habe einen echten Groove, Mann. Meine Beute naht. Auf der Pirsch. Ich wandere allein. Ei, Karamba, na gut. Durch da. Die Gruppe kriegen wir jetzt auch noch platt. Bin zur Spursuche bereit. Obwohl. Na, Level 14er, Level 12er. Schnappt euch die Heiler. Jagt sie raus. Für den Darkspear-Stamm. Das Ding, meine Beute naht. Ich ziemlich kurzerhand zurück. Denn die gehen mir zu sehr auf den Kameraden. Entfesselt meine Kraft. Ich hör euch, Mann. Ich kapier schon, Mann. Das Ding. Alter, ihr macht dem zu viel Schaden. Ich kapier schon, Mann. Meine Beute naht. Don't worry, be happy. Ihr seid ein Drechsel. Was liegt vor mir? Na, ja, der da kann ich auch noch heilen. Das erste Zwölfer weg. Und der hat jetzt Gottesschild dran. Ich kapier schon, Mann. Kann ich den wenigstens nehmen? Kann ich auch nicht. Schieben ist auch nicht drin. Nehmen wir mal die weg. Meine Beute naht. Don't worry, be happy. Ich kapier schon, Mann. Ich bin ja so. Alter, das Ding wird permanent geheilt. Gibt's doch nicht. So, komm, jetzt hat. Verdammt, wieder Gottes Schild. Ich kapier schon, Mann. Ihr seid ein Trickser.
So, jetzt holt ihn euch. Yes! Aha, der kann anken. Die haben aber an alles gedacht, um es möglichst schwer zu gestalten, ey. Leck mir am Arsch. So, und nochmal auf drauf. Gottes Schild. So, jetzt kriegen wir aber den Zwerg down und dann folgt Agamant, der Wahre. Frostbeard, es tut mir leid. Oh, der hangt auch noch. Yes! Endlich! 3 Punkte hinzu. Und der Held ist auch down. Fast ein Level-Up sogar noch für unseren lieben Heiler.